Rekrut, ey, das sind zum Großteil echt Rekruten, also. Huch. Das ist eigentlich, das ist schon Völkermord, was wir hier gerade tun. Schlecht bewaffnet, schlecht ausgebildet, schlechte Rüstung. Ja, er hier, das ist definitiv schon ein Scharmützel. Ja. Der hier mit dem Knüppel oder was der da als Waffe hat. Das ist, ist schon... Ich glaube, das hätte sogar fast der andere Dude alleine hingekriegt. Also, dem wir jetzt dazu gekommen sind. Wir haben einen Verwundeten, Verbündeter hat gar keine Verluste und er ja 52 Tote. Naja. Oh, Junge, 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 Junge. Aber gut, dass ich... Hallo, gehst du da mal bitte? Ich hätte ganz gerne die Reiter hier, die gehen mir nämlich jetzt schon auf den Senkel. Na gut, komm, ich kümmere mich um die hier. Hallo. Ey, ich hasse Leute mit einer Lanze, ne? Ist mir das scheißegal, ob die auf Pferd sind oder nicht, weil... Auf Pferd besteht natürlich die Gefahr, dass die Schaden durch angelegte Lanze machen. Und auf dem Boden bringt dir das Pferd so leicht zum Stoppen. Ist halt auch super ätzend. Na komm. Na, no, so wollte ich das sehen. Der Verbündete, den ich hier eingetroffen, den ich hier helfen wollte, der General von denen ist gerade bewusstlos geworden. Sehr gut, sehr gut. Ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt noch abgehauen sind, wie viele es schaffen konnten zu fliehen. Ich hoffe nicht allzu viele. Okay. Und ihr seid nur auch mein Gefangener, Kollege. Ich würde da gerne Leute einstellen, aber kann ich nicht. Nehme ich erstmal lieber die teureren mit. Die restlichen sind mir dann auch egal. So, jetzt gucke ich mal eben kurz, was die hier sonst vielleicht noch alternativ für eine Quest haben. Wobei, ich bringe erstmal den Dudes weg. Ich könnte die mal nach Kova bringen, der andere Weg ist mir fast zu weit. Immerhin besteht ja die Möglichkeit, dass er ausbricht. Naja. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ist halt schwierig jetzt zu überlegen, was man so Schönes macht noch, weil das Let's Play ist sowieso bald vorbei. Ist halt so ein bisschen schwierig. Die Garnison hier, ihn hier, rein da. Und ihn hier, rein da. Habe ich hier schon mal zwei gefangen, ne? Schenker, ich glaube aber hier hatten wir keinen Lösegeldvermittler. Wenn wir keinen hatten, dann haben wir zumindest jetzt einen. Okay. Ich hau da mal ab. Und renn mal wieder zu meinem Dorf hin. Okay, Intelligenz. Handel.
Fertig, aber ich wollte gucken, ob ich hier vielleicht noch was ausbauen kann. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Tage ich unterwegs war. Verwaltet die Stadt? 13 Tage. Ich glaube nicht, dass wir das noch schaffen. Aber jetzt können wir zurückrennen. Jetzt sind wir auch ein bisschen schneller auf der Karte unterwegs. Das hilft uns vielleicht nochmal. Geschwindigkeit 5. Ey, wir sind gar nicht mal so langsam unterwegs. Geschwindigkeit 5 mit 117 Mann. Also 119 Mann. Ist schon ordentlich. Ist nicht wenig, ist nicht wenig. Okay, hier ist bergan ist Geschwindigkeit 3,5. Und selbst nachts haben wir noch 2,1. Das kann man machen. Ach, sehr gut. Es geht wieder zu einem Feldzug. Sprich, ich werde mich nicht um meine. Uff, was will der denn hier hinten, Alter? Okay, ich komme ihm mal entgegen. Ich werde mich nicht ums Dorf kümmern, ich werde mich darum kümmern, dass ich den Dude finden werde und mich ihn anschließe. Der wird mir wahrscheinlich sowieso hier irgendwo entgegenkommen. Und das ist wahrscheinlich der gleiche wie immer, Feldmarschall. Ja, genau. Lalala. Ich hoffe zumindest, dass ich ihnen entgegenkomme. Aber eigentlich muss er in die andere, also in meine Richtung, um zum gegnerischen Königreich zu kommen. Und wo soll er denn sonst hin wollen? Allerdings weiß ich halt auch nicht, wie viele Truppen er hat. Und dann kann ich halt auch schlecht gucken. Wegen Fußspuren oder sowas. Ich kann ja hier Spuren lesen. Da steht ungefähr, wie viele Truppen das waren. Ey, hast du den Dude vielleicht gesehen? Dann rennen wir weiter bis. Okay, ich möchte dir was fragen. Läuft der Krieg? Okay. Ich möchte was fragen. 100 Personen. Okay. Gefunden. War gar nicht so schwer. So. Dann können wir ihn jetzt eigentlich blind hinterherlaufen. Mal schauen, wo es hingeht. Ich bin nachts sogar noch schneller als er, obwohl er noch nicht mal die Hälfte von meinen Leuten hat. Ich bin gespannt, wo er hin will. Schön wäre es, wenn wir genug Leute kriegen und die Stadt da hinten wieder einnehmen, wo 400 Mann vom Gegner drin sind. Weil 400 Mann ist halt schon eine Ansage. Wenn die alle für den Gegner wegfallen, sind das schon ordentlich was. Das sind dann schon ordentlich Leute, die wegfallen. Ja, weiter. Ich frage mich ja gerade echt, wo er hin will. Da steht ja auch nichts dran. Er ist einfach nur unterwegs. Einfach mal ein bisschen spazieren gehen. Wechselt er die Richtung, nicht, dass er wieder so ein Hin und Her geeiert ist wie beim letzten Mal. Ey, wir hatten das ja schon mal. Der ist einfach nur von A nach B, von B nach A gerannt. Und dann bin ich ja irgendwann abgehauen, weil ich gesagt habe, ey, keinen Bock mehr auf die Scheiße.
Und das sieht gerade ähnlich aus wie die Route, die wir beim letzten Mal haben. Keine Ahnung, ob das verbuggt ist oder sowas. Kann ich schlecht sagen. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich definitiv was zu essen brauche. Meine Truppen verhungern ansonsten. Truppmoral? Unterdurchschnittlich. Ja, da haben wir schon wieder den Salat. Beziehungsweise haben wir halt nicht den Salat. Kauft Vorräte. Ob das bis dahin reicht und da hinten dann dementsprechend rennen wir erstmal dahin, um Vorräte zu kaufen. Ist natürlich nicht schön, wenn mal wieder die Vorräte knapp werden, ne? Aber wenn er so lange herumeiert und nicht sagt, wo er hin möchte, auf dem Weg nach Sargoth, okay. So. Das wird jetzt definitiv reichen, bis ich da bin. Aber gut, dann breche ich die Quest halt auch mal ab, wenn er sich denkt, so, ey, ich eier halt einfach nur rum. Der Neko, der ist so dumm. Na, dann habe ich da auch keinen Bock drauf. Markt, Warenhändler. Räucherfisch kann man ein bisschen was mitnehmen. Ein paar Früchtchen. Und so ein Käse. Den tauschen wir mal. Tauschen wir mal gegen neues Brot. Warum ist meine Truppenmoral denn jetzt eigentlich schon wieder unterdurchschnittlich? Also beziehungsweise immer noch. Naja, plündern wir das Dorf mal wieder da oben. Wobei wir könnten mal hingehen und gucken, ob wir vielleicht doch nochmal eine Quest machen können, die wir vielleicht auch abschließen können. Bevor das Dorf wieder geplündert wird. Also wahrscheinlich wäre dann die nächste Quest sowas in Richtung Ausbilden für so einen Banditenkampf oder sowas. Das kann man ganz gut mal machen. Das kann man dann aber tatsächlich mal ganz gut machen. So, jetzt haben wir auch wieder ordentlich Huskals am Start. Und ich würde fast hingehen und demnächst wieder welche bei mir in der Burg absetzen. Das wäre vielleicht sowas, was wir gleich als nächstes machen könnten. Nordveteran. Dann machen wir nochmal wieder Jäger. Hier so ein Sergeant. Naja, was soll's. So. Schauen wir erst bei mir im Dorf vorbei und dann würde ich gleich nochmal wieder ein paar in der Stadt abgeben. Also austauschen. Und vor allem die Sergeants würde ich dann da lassen sogar. Aber gut, schauen wir mal. Geht zum Dorfzentrum. Es ist krass, dass ich über das komplette Let's Play das Dorf nicht in Ansatzweise dazu gebracht habe, einen gescheiten Wohlstand zu haben, ne? Sonst konnte ich das Dorf nämlich wenigstens immer auf einen etwas besseren Wohlstand bringen, als nur irgendwas in Richtung Arm. Aber dieses gesamte Let's Play über, keine Chance, keine Chance. Aber ich habe ja gesagt, das ist bisher der schwierigste Spielstand, den ich je hatte. Also so schwer wurde es mir noch nie gemacht in dem Spiel. Und es gibt ja irgendwie keinen Schwierigkeitsgrad oder sowas, sondern es ist reiner Zufall, wie schwer es letztendlich wird oder was passiert. Ja, mir doch egal.
So läuft das hier. Und nicht anders. Bilden wir die Bauern mal weiter aus. Weiter. Übungskampf beginnen. Aua. So läuft's. So läuft's. Nochmal ausbilden. Didi. Ey, nicht schlecht, Jungs. Nicht schlecht. Ey, hallo? Nee, nicht schlecht, ey. Jetzt konnte ich nicht einfach so eben durchpreschen. Okay, machen wir uns mal bereit zum Kampf. Aber auch hier kann ich die Lanze irgendwie nicht gebrauchen. Kommen. Hallo? Ich finde es ja schön, wie deren Bögen, die haben, bei mir quasi gar keinen Schaden machen bei meiner Rüstung, weil die einfach so richtig billige Bögen haben. Ja, so. Perfekt, perfekt. Euer Trupp gewinnt dann zweimal. Nee. Kauft Vorräte. Nee, haben wir nicht. Ist noch frisch das Essen, sauber. Geht zum Dorfzentrum. Jetzt haben die wahrscheinlich nichts mehr. Meistens haben die nur die beiden Quests und dann war's das. Wobei es kann. Aber das, die Quest hatte ich glaube ich auch das gesamte Let's Play noch nicht. Dass, die wollten, dass ich für die Vieh besorge. Weil das kann nämlich auch mal sein, dass sie so sagen, ja, wir brauchen 5 Vieh oder sowas und dann muss ich die halt dahin treiben. Also irgendwo von einem Dorf entweder kaufen oder stehlen und dann halt hier hintreiben. Das gibt's auch als Quest. Hatte ich aber bisher noch nicht. Kann ich mich zumindest nicht daran erinnern. Korrigiert mich, wenn es anders ist. Korrigiert mich ruhig, wenn es anders ist. Falls es überhaupt jemand von euch weiß, weil dann muss es schon echt lange her sein. Dann muss es irgendwann am Anfang gewesen sein und ich habe die wahrscheinlich dann abgelehnt. Also gemacht habe ich die auf keinen Fall, aber ich meine auch, dass ich die bisher noch nicht einmal gekriegt habe, die Quest. Lalala. Das Wappen hier ist auch schon neu bei uns im Königreich. Definitiv. Definitiv. Ne, so 5000 sollten schon drin sein bei dem. Ich will ja wieder Gutmachung dafür haben, dass die da hinten die Burg die Stadt geklaut haben, wo ich sonst immer meine Gefangenen verkaufen konnte. 70 Mann, ey, ich könnte, ne? Ich könnte so einfach. Ach, und das war das Dorf, stimmt. Das ist ja ein Wespennest. Da kommen irgendwie. Da kommt plötzlich auf einmal das ganze Königreich an und will gegen dich kämpfen, weil du das eine Dorf plünderst. Das ist irgendwie eine ganz komische Küche. Deswegen plündere ich das Dorf jetzt gerade nicht. Ist das denn so besonders? Huch. Wohlstandsstatus sehr arm.
Also scheinbar doch nicht so besonders. Aber trotzdem, irgendwie kommen da auf einmal alle an und wollen dich besiegen. Ganz komische Küche, was das angeht. Ruhig mal zwischendurch ertrinken. Heute mal kein Kaffee ausnahmsweise. Ich habe auch keine weiteren Aufgaben, okay. Und allzu lange haben wir auch nicht mehr, wenn ich so auf meine Uhr gucke. Verwalte diese Stadt. 6 Tage noch, okay. Inventar. 2 Tage halt, das essen die auf. Ich könnte ja wieder das Dorf plündern. Ich würde mal gucken, ob die hier mittlerweile irgendwie weniger Leute drin haben oder ob das immer noch so viele sind. Kann ja auch sein, dass die da welche abrücken, ne? Ist ja auch nicht unmöglich. Na, jetzt 204, die haben immer noch so viele da rumrennen. Dann gucke ich mal die beiden hier nach. Ach, da sind wahrscheinlich auch so viele am rumrennen. Und ich glaube, da wird es wahrscheinlich sein, dass die da demnächst welche abrücken. Da waren wahrscheinlich noch die ganzen Truppen anwesend. Warum denn nicht einmischen? Würde mich aber gerne einmischen. Das wird hoffentlich für einen jetzt gleich ganz bitterböse ausgehen, ey. Na komm. Ich würde den Seeräubern sogar helfen. Aber ich kann den Seeräubern nicht helfen, weil es theoretisch auch eine feindliche Nation ist, also eine feindliche Fraktion, so rum. So. Die haben auch noch richtig alles hier voll mit Reitern und solche Späße, ne? Huch, wow. Kam mir plötzlich jemand entgegen, ey. Deren Pferde, ne? Ich hasse es, gegen die Dudes zu kämpfen. Ey, der hat gesessen. Oh, diese Pferde hier überall in der Gegend, ey. Wer stellt die hier überall hin? Nordveteranen haben die umgebügelt, ey. Das machen die auch nur einmal, ey. Ich muss diesen Dude mit der Rüstung da haben, ne? Ist der tot? Nein. Endlich. Der musste weg.
Alter, was ist hier los? So, mein Gott, ey. Boah, yo. Da hat die Lagerwache aber gut zugeschlagen, ey. War ein guter Treffer mit der Armbrust. So ist recht, dann haben wir da unten noch einen. Da hinten rennt auch noch einer rum. Kann ich besser mit dem Schwert machen. Gleich haben wir dich am Rand der Map getrieben, Kollege. Oder einfach gegen ein anderes Pferd, ey. Sehr gut. Gott, diese Pferde von denen, ne? Drei Tote haben wir. Schaffte es zu fliehen. Ja, den stellen wir einfach mal ein. Diese Scheiße lasse ich da liegen. Brauche ich sowieso nicht. Ich wollte aber kurz gucken, wie viel in den beiden Bogen sind. Mein Essen wird schon wieder relativ knapp. Boah, da haben die mittlerweile auch 200 Mann. Krass. Die stationieren hier richtig Leute, ne? Das ist schon... Stimmt, ich wollte, apropos Leute stationieren, ich wollte noch welche in Kova stationieren. Hier meine ganzen Huskers, die ich ja jetzt gerade habe. Die wollte ich an Kova stationieren, da war was. Und dann kann ich mir eben wieder neue Ressourcen holen. Fünf Tage nur noch, okay. So, die Diozier, wie heißen sie? Ruskal. 10 Stück. Gegen 10 Nordjäger. Ja. Und ich habe hier die... Ja, aber ich meinte eigentlich die. Diese Sergeants, wo sind sie? Und welche Fraktion waren die denn? Swadesh, da. Die gebe ich einfach so ab, ohne da jetzt irgendwie noch rauszuholen. Hol ich mir mal Nordrekruten wieder neue. Und so, wenn ich hier Nord kriege, kann auch sein, dass ich hier von dem anderen Königreich die kriege, weil das Dorf damals zu den Weißen gehört hat. Ist ja auch völlig egal. Aber neue Rekruten. Lalala. Okay. Dann gehe ich aber zu meinem Dorf hin, da sind definitiv Leute, die mitkommen wollen. Einen können wir nämlich noch aufnehmen. Einen können wir noch aufnehmen.
Infanterie. Infanterie. Waffenknecht kann ich nicht gebrauchen, das sind Reiter. Die sind bei Belagerung und so weiter ziemlich bescheuert. Und unnütz eigentlich. Weil sie halt da sowieso kein Pferd haben. Da sind sie relativ unnütz. Haringot, okay. Siehste mal. Kauft Vorräte? Aha, hier, her damit. Nee, ich wollte hier hin. Charaktere. Das ist sehr arm, das Dorf. Okay, es ist nicht auf dem Status arm, es ist sehr arm. Ne, das ist Horus hier. Wo ist das Dorf? Wo ist die Burg? Wo der jetzt feiern will. Da. Ist sehr weit weg, aber wer weiß, vielleicht ist er bis dahin selber da. Das wäre doch mal was. Die bieten mir ja immer weniger für den Dude. Kannst du vergessen. Kannst du aber sowas von vergessen. Hier sollen wir ein bisschen mehr bieten, Alter. Unter 5000 gebe ich die jetzt nicht mehr raus. Sonst versauern die halt einfach bei mir im Kerker. So einfach ist die Geschichte. Ich will ja nichts von denen. Die wollen ja was von mir. Und seit wann kommt der Knochen zum Hund? Wie schnell sind die denn? 5,5? 5,1. Von mir aus, ich kämpfe auch gegen beide. Ist jetzt auch nicht das Problem. Ach, leck mich doch. Regeln die beiden das oder? Nee, der Typ ist zu langsam dafür. Und ich will zur Feier. Wo war das jetzt? Das war noch ein bisschen weiter hinten, ne? Da war es genau. Da rennen wir da mal hin. Mein Gott, ist das weitläufig hier, das Königreich. Also der Teil, der damals zu den Roten gehört hat. Die meiner Meinung nach die besten Ritter haben, definitiv. Und Geld scheffeln ohne Ende hier wieder, ey. Uff, ich habe kaum was zu essen. Und deswegen ist meine Moral auch gerade so ein bisschen unterdurchschnittlich. Dann müsste ich mal eben vorher da vorbei was zu essen organisieren. Und vielleicht Gefangene verkaufen. Weil ich will ungern mit Gefangenen in den Ruhestand gehen gleich. So will ich das ja nicht machen. Markt, Warenhändler. Früchte, ein bisschen Brot. Oliven. Und dann wird's wohl passen. Kehr zurück, verlassen. Und weiter geht's. Bin mal gespannt, ob der Gelag überhaupt noch ist oder ob das schon wieder vorbei ist. Scheint wieder vorbei zu sein, wenn der mir schon entgegenkommt. Ja, ist auch wieder vorbei. Na gut.
Dann würde ich mal hier hingucken, ob ich einen Lösegeldvermittler finde, der mir den Scheiß abnimmt. Oder einen Sklavenhändler oder sonst was. Und dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Beziehungsweise dann geht gar nichts mehr weiter, weil dann werde ich hier mein Endfazit und so weiter bringen. Meine Abschlussworte zu dem Ganzen und was in Zukunft kommt. Das ist also die letzte Amtstat quasi. Besuch die Schenke. Ah, wir haben hier sogar noch einen Lösegeldvermittler. Wie gut ist der denn, ey? So. Alles klar. Dann an der Stelle würde ich sagen, gucken wir uns nochmal die Attribute an, die ich erreicht habe. Einhandwaffen auf 244, mein Gott. Um das mal eben kurz nochmal Revue passieren zu lassen und das Geld, was wir mittlerweile zusammen haben. Aber an der Stelle hat mein Charakter natürlich jetzt genügend Zeit, in seinem Ruhestand das Buch zu lesen und sich nochmal mit dem Schwertkampf vertraut zu machen. Und ich würde sagen, ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Wir sehen uns in Zukunft wieder zu einem neuen Mountain Blade-Teil, nämlich zu Mountain Blade Bannerlords, wenn es dann raus ist im März nächsten Jahres, beziehungsweise 2020. Ich weiß nicht, wann diese Folge rauskommt. Ich habe ja jetzt voraufgenommen, aber ich glaube, es ist nächstes Jahr noch für euch, oder? Nee, ist es nicht. Oder? Es könnte ganz knapp noch im Jahr 2019 sein, aber im März 2020 kommt ja Bannerlords raus und bis dahin möchte ich den Slot für das Nebenprojekt neben Minecraft frei haben, weswegen ich keinen weiteren Mount & Blade Teil anfange. Ich werde gucken, dass ich eventuell kleine Projekte habe, die relativ schnell sind, die ich dann in Zukunft zu Ende bringe. Und dann hoffentlich sehen wir uns zu Mount & Blade oder zu anderen Projekten. Wenn euch das ganze Projekt und die Videos gefallen haben, gebt gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal und schreibt mir natürlich auch gerne Kritik oder Kommentare, was euch gefallen hat. Wie dem auch sei. Das Spiel gibt es auf Steam für, lass mich nicht lügen, für 20 Euro meine ich. Vielleicht auch mittlerweile günstiger. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen, es macht riesig Spaß. Es gibt einen Multiplayer dabei. Es gibt mittlerweile zwei DLCs, die man theoretisch als eigene Spiele hätte verkaufen können. Ne, ein DLC, was ausschließlich Multiplayer-DLC ist, nämlich Napoleonic Wars. Und Viking Conquest, was ich noch nie gespielt habe, was ich mir extra fürs Let's Play gekauft habe. Da werde ich noch ein Let's Play zu machen zu dem ganzen Content. Aber ich freue mich erstmal auf Bannerlords und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also ich bin wirklich begeistert von dem Spiel. Und demnach würde ich sagen, Lager, eine Aktion vornehmen, das Abenteuer zurückziehen. 300? Wir haben, ohne Witz. Alter, überlegt euch mal. Das, was wir erreicht haben, haben wir nur in 345 Tage erreicht. Ist schon krass, oder? Aber gut, damit ziehe ich mich in den Ruhestand zurück. Und würde sagen, sehen uns in den zukünftigen Projekten oder wieder zu Mountain Blade oder sonst was. Was auch immer ihr gucken möchtet. Bis dahin, viel Spaß mit den Videos. Euer Nickertube. Cheerio.